So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge. Zum. Ja, ich würde noch mal ein bisschen rumgucken, warum das mit den Mobs nicht funktioniert, weil es wundert mich halt, wenn ich privat spiele, dass die Mobs alle funktionieren und wenn der Server läuft, dass die Mobs aber nicht funktionieren. Deswegen gucken wir mal noch mal ein bisschen weiter. Und zwar habe ich jetzt überlegt, dass wir das erstmal ganz klassisch machen. Breakdown until it works. Ne? Also quasi das Ganze ein bisschen zerlegen, so lange bis wir herausfinden, warum es nicht funktioniert. Dazu werde ich mal von unserer Spielwelt, ne, von unserer Mytest-Umgebung hier, mal eine Kopie anlegen, die wir zerstören können. Das heißt, ich habe hier mein temporäres Verzeichnis. Da kopieren wir das Ganze mal hin. So, Kopiervorgang abgeschlossen. Sehr schön. Das ging ja super schnell. Ich liebe SSDs. Und jetzt öffnen wir mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Es wäre dann Home. Ist in dem Fall mein Home-Verzeichnis. Temp. So. Das sollte passen. Wenn ich das Ganze jetzt starte. Genau. Niemals. Genau, jetzt haben wir quasi so, wie wenn ich, ne, also das ist jetzt quasi die Umgebung von meinem Server. So, das heißt, wenn ich das Spiel jetzt starte, Spiel hosten als Volker Konsole, genau, so heißt der Admin. Wenn ich das Spiel jetzt starte, sollten wir wieder am Spawn landen. So, genau, wir sind am Spawn. Ich habe, by the way, schon mal nach der letzten Folge die Zeit geändert. Es ist jetzt also 12 Uhr. Und die Zeit steht ja, ne? Wissen wir ja. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob jetzt die Tiere spawnen. Mob-Stats. Lol. Mob-Stats. Aha, es funktioniert immer noch nicht. Selbst wenn wir das Ganze jetzt hier lokal spielen, funktioniert es nicht. Okay. Es liegt also nicht daran, dass wir das Ganze als ne, extern zugreifen auf den Server. Und dass das Ganze überhaupt ein Server ist, also dass das Häkchen hier gesetzt ist, kann auch nicht sein, weil wenn ich privat spiele, spiele ich auch immer mit dem Häkchen. Weil es die Performance ein bisschen verbessert. Habe ich das Gefühl. Ich habe es mir auf jeden Fall so angewöhnt. So, das heißt, daran liegt es nicht. Jetzt werden wir mal Folgendes machen. Für den Fall, dass wirklich irgendwas in der mytest.conf das Ganze abschießt, werden wir die Dinge, das Ding hier mal vernichten. So, das heißt, jetzt haben wir eine komplett neue mytest-Umgebung, also eine neue, komplett neue Konfigurationsdatei. So, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal wieder alles. Wir wollen das MyClone-Spiel spielen. Wir wollen MyClone-Server hosten. Ganz bisschen größer machen. Jetzt ist das Ganze hier natürlich relativ klein, was natürlich nicht mehr angepasst ist. Also, was das sowieso nicht ist, ja nicht unsere Let's Play-Umgebung. So, wir gehen jetzt mal als Volker-Konsole rein. So, das heißt, jetzt müsste es genauso sein, wie wenn man MyClone 2 und MyTest frisch installiert hat. Gucken wir mal, ob jetzt Tiere spawnen. Ne, weil jetzt kann es nicht mehr an der Konfigurationsdatei liegen, wenn der Fehler da wäre. So, schauen wir mal ein bisschen rum hier. Ja, siehst du genau, meine Tastenbelegung ist jetzt natürlich auch zurückgesetzt. Muss ich jetzt mal hier ändern. Oh, Ronny, tust nicht, vielleicht liegt es nämlich daran. Nee, springen wir da, schleichen wir da, das war da. Hey, nochmal. Was hat er denn gerade gemacht? Tastenbelegung. Springt da? Ach so, vielleicht mal falsch belegt. Speichern. Ah. So, aber ich sehe auch noch keine Tiere. Monster sowieso nicht des Tages. So, das heißt, wir gucken nochmal Mob-Stats. Ja, funktioniert immer noch nicht. Ist immer noch 0. Okay, das heißt, die Konfigurationsdatei hat schon mal nichts gebracht. Dann kann es eigentlich bloß noch an den Mods liegen, ne?
dass irgendeine Mod das blockiert. Aber die Mods sind die gleichen, wie ich es früher hatte. Also daran, wir machen es mal trotzdem. Das heißt, wir werden es erstmal, ne, an der mytest.conf lag es nicht. Das heißt, wir können die alte wiederherstellen. Bam. So, jetzt mal Folgendes. Oder wisst ihr was, wenn es eh nicht an der mytest.conf lag, dann kann ich die auch mal direkt löschen. Und mal die von unserem Let's Play benutzen. So. Jetzt sind wir auch alles ein bisschen größer. Ah, schon besser. Jetzt könnt ihr auch das besser, ein bisschen besser lesen. So, aber wie gesagt, hier sollte es jetzt immer noch nicht funktionieren, weil an der Config-Datei lag es ja nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, Spiel hosten. Achso, jetzt ist Volker der Admin. Egal. Ist ja bloß zum Testen hier gerade. So. Was mich halt so immer irritiert, ist das Ding hier. Okay. Tiere. Tiere. Successful spawnt immer noch 0. Oder successfully. Okay, daran liegt also nicht. Da, ah, ne, halt, hätte ich ja gleich drin bleiben können, weil jetzt wollen wir mal gucken, wie es aussieht mit den Mods. So, die Mods, die sind ein paar rote, weil die offiziell nicht für Micron sind. Ich werde diese mal deaktivieren. Ich glaube nicht, dass es an denen liegt, aber wer weiß. So, oh, hier zum Beispiel die Markers-Mod mit bei. Okay, jetzt haben wir alle Mods, die offiziell nicht supportet werden. Also laut Abhängigkeiten haben wir mal entfernt. Spiel hosten und gucken, ob es jetzt überhaupt noch startet. Ja, scheint so. Okay, doch, Server startet nochmal. Sehr schön. So, Tiere. Hallo. Da gerade hinten ist ein Tierespot, aber es ist bloß eine Blume. Okay. Daran lag es schon mal nicht. Weil normalerweise müssten ja hier auch die Meldungen kommen im Protokoll, dass Tiere gespawnt sind, aber selbst die kommen nicht. Also sind definitiv keine Tiere gespawnt. So, das heißt, die Mods waren schon mal nicht schuld. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen größer hier. Warum ist das hier so klein? Hier ist so viel Platz und das Ding ist so klein. Warum? Diese Skalierung in MyTest, also in der GUI funktioniert immer noch nicht so ganz richtig. Habe ich das Gefühl. Wir nehmen mal hier einfach jetzt mal ein paar Mods raus. Bis wohin gehen wir? Ich sag mal hier alles bis zum World Protect. So, das nehmen wir mal alles raus. Jetzt probieren wir es mal nochmal. Gegenstandsdefinitionen. So, jetzt mal kleiner. Damit wir sehen, wenn Tiere spawnen. Ach, guck mal. Der Groove muss spawnt. Ey, wir haben Tiere. Yay. Okay, es ist also doch eine scheiße Mod. Gut. Kacke. Jetzt wäre natürlich die Frage, welche von den Mods?
Das heißt, wir machen mal dich wieder rein. Dich wieder rein, dich wieder rein. Das war eine von den unsatisfying. Ja klar, genau. Die Tiere, die gespawnt sind, die bleiben natürlich da. Aber es spawnen halt keine neuen. Jetzt will ich mal krass gucken, wundern, ob diese Fehlermeldung auch bei der anderen Welt da war. Ja, war auch da. Das heißt, ne, hier sind die ja gespawnt. Das heißt, diese Warnung ist nicht Indiz dafür, dass die Tiere nicht spawnen können. Also können wir das hier wirklich einfach ignorieren. Okay. So, aber wie wir sehen, es spawnen jetzt keine Tiere. Es muss also an einem von diesen beiden Mods liegen. Und damit wahrscheinlich an der Protector-Mod. Hier soll das verhindern? Dort ist ja Bullshit. Okay, das heißt, wenn wir die deaktivieren, dann haben wir immer noch die Area. Warum ist die Area-Mod nicht eigentlich aktiviert? Hä? Warte mal kurz. Warum ist die Areas-Mod nicht aktiv? Guck mal nochmal ins Original rein. World MT. Oh, er ist jetzt gar nicht aktiv. Wie hatte ich ihn deaktiviert? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Bei dem Original-Server 4-Server ist die Mod aktiv. Bei der kopierten Version nicht. Hatte ich da schon ein bisschen rumgespielt gehabt? Oder wie oder was? Warum? Okay, also die ist. Okay. Das heißt, warte mal ganz kurz. Wir machen jetzt mal. Das heißt, die Areas Mod ist eigentlich aktiv. Ja, aktivieren wir die mal. True. Und auch in unserer kopierten Testumgebung, in der Temp-Umgebung hier, aktivieren wir sie mal. Die ist jetzt Mods auswählen, aktivieren. So. Und die beiden waren aktiv, genau. Mal gucken, ob jetzt irgendwas ändert. Und das war jetzt quasi die Umgebung, wo keine Tiere gespawnt sind, plus die Areas Mod. Ah, jetzt haben wir auch wieder unsere Areas unten. Sehr schön. So, das heißt, die Tiere, die gespawnt sind, sind immer noch da. Sehr schön. Wir haben hier immer noch die gleiche Warnung. Aber es spawnen keine weiteren Tiere. Stats. Okay, gut. Das heißt. Warum gehe ich immer komplett raus? Macht überhaupt keinen Sinn. Dann nehmen wir mal jetzt die Protector mit raus. Weil ich schätze mal, an der liegt es. Weil M-Timer, da wird wohl kaum dran liegen. Also, die macht nicht so viel. Genau, ich will hosten. Ja, World Google Cursor. Achso, ja. Draußen ist gerade auch Action los, sehr schön.
So, Area Mod funktioniert noch und müsste Zeichen. Gucken, ob die respawnen. Oh. Unknown Error. Wow, das ist die Logdatei schon lang. Unknown Error. Ja, mehr steht hier nicht drin. Gucken wir mal. So, wie gehen wir nochmal rein? Mod ist raus. Ne, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler einfach nur gerade temporär war und gar nichts mit der unserer Sache zu tun hatte. Wenn er jetzt aber nochmal auftreten sollte, dann liegt er auf jeden Fall daran, dass jetzt die Protectors-Mod deaktiviert ist. Ja. Und wir haben immer noch eine nichtssagende Fehlermeldung. Das Witzige ist, der Server hier fällt gar nicht mehr runter. Weil hier ist er runtergefallen, weil ich aus Versehen direkt aus Reflex Steuerung C gedrückt hatte. Oh, aber ohne den fällt er gar nicht mehr runter. Na gut, ich mache mal nochmal Steuerung C. Ach, ich bin ja blöd. Ist ja gar nicht mehr nur der Server. Das, was noch aktiv ist, ist das Fenster hier. Ah, ich schon wieder. Okay, gut. Also war der Server runtergefahren. Okay. Weißt du was? Wir machen es mal anders. Wir machen es mal anders. Wir setzen mal die Welt komplett zurück. Das heißt, alles muss raus. Wir stellen einfach eine neue Welt. Easy. Neue Welt. So, neu erstellen. Let's go. Jetzt sind hier keine Mods drauf. Es ist nur mein Klon. Das sollte jetzt bumsen. So, gibt es jetzt hier Tiere? Ja, und das Protokoll ist, das richtet schon auf, ne? Klar, weil jetzt die ganze Welt neu generiert werden muss. Aber ich sehe keine Tiere. The fuck? Achso, ja. What? Wieso spawnen keine Tiere, obwohl kein einziger Mod aktiv ist? Es ist nichts aktiv. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, jetzt machen wir mal. So, mein Test.conf ist neu. Ja, müssen wir wieder alles bestätigen hier. Bob.
So, komplett neue Umgebung. Wir machen eine komplett neue Welt. Es sind keine Mods aktiv. Es ist also nur mein Klon. Spiel hosten. Also, wir sind jetzt hier auch als lokaler Singleplayer drin, ne? Also, ist jetzt so, wie wenn man das Ganze frisch installiert hätte. Ah, jetzt sind weil wir welche gespawnt. Hier, ne, im Protokoll, da. Okay, Hauptmenü. Dann machen wir das Ganze jetzt als Server. Okay, funktioniert. Wir gehen noch mal ganz kurz rein. Guck mal, wie das aussieht. Wenn es actually funktioniert, dann müsste ja Mobstats Grant me debug. Oh, okay, kann trotzdem 0 sein. Das heißt, das hier ist gar kein Garant dafür, dass das nicht funktioniert hat. Okay. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum der obere Wert so hoch ist. Okay, also. So funktioniert das Spawn zumindest schon mal. Gehen wir jetzt nochmal in unsere Welt 1 rein und gucken, warum da keine Tiere spawnen. Weil hier müsste jetzt alles 1 zu 1 genau gleich sein. Ist ja auch eine neu erstellte Welt, die aber auch keine Mods aktiv sind. Sieht nicht so aus, als wenn ich was spawnt. Also, ne, hier der Mapchen unten arbeitet, Mapchen Dungeons. Aber es spawnen keine Tiere. Was ist denn zwischen den beiden Welten anders? Die sind doch beide neu erstellt. Und bei beiden sind keine einzigen Mods aktiv. Die ich gerade nicht. Oder bin ich einfach in einer ungünstigen Position, wo keine Tiere spawnen? Natürlich sein, ne? Wo Tiere spawnen ja nicht überall, aber wäre jetzt ganz schön unlucky. Oh, sie brauchen ein paar Tiere. Thank you.
Okay, also ich sehe schon, so kommen wir definitiv nicht weiter. Was ist mit diesem Mob-Spawning los? Irgendwie ist das Ding total vermurkst. Gut, wir gucken aber da mal in der nächsten Folge weiter. Ich verstehe gerade nicht, warum es bei der einen Welt funktioniert und bei der anderen Welt nicht, obwohl die beide genau gleich sind. Also von denen, ne? Also klar, der Seed ist anders, aber ansonsten sind die Welten halt 1 zu 1 gleich. Gleiche Mods, gleiches Game, gleich alles. Naja, bis dann.